Einen Punkt hat die Jane Elf am vergangenen Sonntag mitgenommen aus Hamburg. Jetzt am Samstag wartet das nächste Heimspiel gegen den MSV Duisburg hier in der Continental Arena. Bei mir wieder unser Cheftrainer Achim Bayerlorzer. Achim, kommen wir zum Personal. Da hat sich ein bisschen was geändert diese Woche, was sowohl Rückkehrer angeht, als auch den ein oder anderen angeschlagenen, verletzten Spieler. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Ja, Joshua Mees ist wieder voll im Training. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich mit seiner Innenbanddehnung. Der Sebastian Freis war krank jetzt am Anfang der Woche, steigt heute wieder ins Training ein. Da müssen wir mal abwarten, wie es ihm heute ergeht. Asker Sörensen hat natürlich immer noch so ein bisschen Probleme mit dem hinteren Oberschenkel. Das könnte aber so eine Punktlandung werden fürs Wochenende. Ansonsten haben wir alle dabei und sehr erfreulich ist natürlich, dass Olli Hein jetzt voll im Mannschaftstraining drin steht. Wir müssen da immer noch vorsichtig sein und müssen ihn weiterhin aufbauen, also nicht zu euphorisch sein, aber er war gestern jetzt zum ersten Mal voll im Mannschaftstraining integriert und ja, das toll gemacht. Aus den letzten drei Spielen habt ihr 7 Punkte mitgenommen und sowohl Ergebnis als auch Leistung haben gestimmt. Jetzt gilt es, denke ich, diese kleine Serie am Samstag weiter auszubauen, oder? Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Das Ziel ist, dass wir gegen den MSV Duisburg, dass wir punkten. Wir wollen natürlich auch gewinnen, aber wir wissen schon, dass das eine ganz, ganz schwere Aufgabe ist. Eine unheimlich kompakte Mannschaft, eine disziplinierte Mannschaft. Die haben schon 5-0 gespielt, weil sie da auch ihren Fokus haben. Warten auf den Gegner auch öfter, dass sie eher kompakt im 4-4-2 stehen und dem Gegner so ein bisschen die Initiative überlassen, um dann ein gutes Umschaltspiel an den Tag zu legen. Haben auch individuelle Klasse, ja, also Sosa, Stoppelkamp, die Stürmer, Taschki und Ilyuchenko. Also das ist schon insgesamt eine gute Mannschaft, die uns da erwartet. Und unser Ziel ist aber natürlich klar, wir wollen diese Serie am Laufen halten. Wie können wir sie knacken? Also wie hast du die Mannschaft jetzt auch nach diesen letzten Wochen, auch in dieser Woche, Trainingswoche erlebt? Ja, die Mannschaft ist fokussiert wie schon die ganze Zeit. Wir lassen auch da jetzt keine Euphorie zu, weil wir genau wissen, der Punkt hat uns gut getan, die 2 Siege haben uns sehr, sehr gut getan davor und jetzt müssen wir genau da weiterarbeiten. Und ich meine, die Tugenden, die unsere Mannschaft an den Tag legt, ist natürlich eine Wahnsinnsmentalität. Wir laufen den Gegner auch gerne ein bisschen früher an als vielleicht manche andere Mannschaft, um dort natürlich vermehrt Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte zu erzielen. Und das wird es natürlich auch wieder werden. Aber es wird schon ein richtiger Fight, weil Duisburg sich da auf nichts einlässt und dann auch mal geradlinig nach vorne spielt. Und da müssen wir die zweiten Bälle erarbeiten. Also ich erwarte einen richtigen Zweitliga-Fight. Wir freuen uns auf diesen spannenden Zweitliga-Fight. Kommt zahlreich ins Stadion. 13 Uhr ist Anstoß in der Continental Arena. Wer es leider nicht schafft, die Jahn-Medien sind auch wieder vor Ort. Turmfunk und Live-Ticker.